Sean Ashore, das Happiness-Prinzip. Wie Sie mit 7 Bausteinen der positiven Psychologie erfolgreicher und leistungsfähiger werden. Oftmals folgen wir einer Lebensformel, die uns von Anfang an eingetrichtert wurde. Wenn du hart arbeitest, wirst du Erfolg haben. Und wenn du erfolgreich bist, dann wirst du schließlich glücklich sein. Viele von uns streben daher mit aller Kraft danach, sich Vorteile zu verschaffen und erfolgreich zu sein. Doch diese Formel ist irreführend. In Wirklichkeit verhält es sich genau umgekehrt. Glück ist nicht das Ergebnis des Erfolgs, sondern eine seiner entscheidenden Voraussetzungen. Die Zufriedenheit steigert unsere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit und trägt maßgeblich zu unserer Lebensqualität bei. In dieser Buchzusammenfassung, die Happiness-Formel, nimmt uns der angesehene Forscher im Bereich Glücks- und Leistungsforschung, Sean Ashore, mit auf eine Reise in das noch relativ junge Feld der positiven Psychologie. In den kommenden Kapiteln werden wir 7 wertvolle und wissenschaftlich fundierte Prinzipien erkunden, die dich deinen persönlichen Zielen näher bringen werden. Doch das ist noch nicht alles. Wir werden auch herausfinden, was Michael Jordan, die Beatles und Walt Disney gemeinsam haben, warum der tägliche Kaffeeklatsch die Produktivität deines Teams steigert und wieso wir manchmal wirklich so jung sind, wie wir uns fühlen. Begleite uns auf dieser spannenden Reise durch die Welt der positiven Psychologie und lerne, wie du diese Prinzipien in dein eigenes Leben integrieren kannst, um mehr Glück und Erfolg zu erfahren. Lasst uns beginnen. Kernaussage 1: Die Entdeckung der positiven Psychologie. Lassen Sie uns eintauchen in 2 gegensätzliche Szenarien. Im Jahr 2004 ergab eine Umfrage in einer Studierendenzeitung an der Harvard-Universität, dass 4 von 5 Studierenden im vergangenen Jahr mindestens einmal depressive Gefühle verspürten. Diese Gefühle wurden eindeutig auf den Druck des akademischen Erfolgs und die Sorgen um die Zukunft zurückgeführt. Doch 5 Jahre später führte der renommierte Glücks- und Leistungsforscher Sean Ashore eine Vortragsreise nach Südafrika durch. In einer Schule im Township Soweto bei Johannesburg stellte er einer Klasse eine scheinbar scherzhafte Frage: Wer von euch macht gerne Schulaufgaben? Zu seiner erstaunlichen Überraschung hoben fast alle Kinder enthusiastisch die Hand. Und das mit einem Lächeln im Gesicht. Sie meinten es ernst. Lassen Sie uns diese beiden Szenarien nutzen, um die Schwächen der herkömmlichen Psychologie zu beleuchten. Sean Ashore behauptet, dass die traditionelle Psychologie 2 entscheidende Fehler begeht. Sie fixiert sich zu sehr auf den Durchschnitt und legt einen zu starken Fokus auf das Negative. Sie stellt Fragen wie: Wie geistig gesund ist der durchschnittliche junge Mensch? Dann versucht sie, diejenigen, die unterdurchschnittlich abschneiden, wieder auf diesen Durchschnittswert zu bringen. Wenn wir dieses Vorgehen auf unser Beispiel aus Harvard übertragen, dann würde die traditionelle Psychologie sich ausschließlich auf die 80% der Studierenden mit depressiver Verstimmung konzentrieren. Sie würde erforschen, warum diese jungen Menschen unglücklicher sind als der Durchschnitt in ihrer Altersgruppe. Diese Herangehensweise hat mehrere Probleme. Zum einen führt sie zwangsläufig nur zu Durchschnittsleistungen. Studierende, die durchschnittliche Zufriedenheit und durchschnittlichen Erfolg haben. Das Problem dabei ist, dass, wenn wir immer nur an unseren Schwächen arbeiten und uns an Durchschnittswerten orientieren, wir niemals das Außergewöhnliche erreichen können. Zum anderen übersieht diese Fokussierung auf den Durchschnitt statistische Ausnahmen, jene 1 von 5 Studierenden, die tatsächlich glücklich und erfolgreich sind. Niemand stellt sich die Frage, was genau diese Person auszeichnet oder wie sie über das Mittelmaß hinausragt. Das ist bedauerlich, denn gerade diese nicht-depressive Studentin hat die besten Voraussetzungen für ein erfülltes und erfolgreiches Leben. All diese Überlegungen führten zur Entstehung eines vollkommen neuen Forschungsfeldes, der positiven Psychologie. In der positiven Psychologie untersuchen Wissenschaftler, was Menschen in ihrem beruflichen und privaten Leben außergewöhnlich befähigt. Mit diesem Wissen versuchen sie dann, den Durchschnitt nach oben zu korrigieren. Zusammengefasst: Während die traditionelle Psychologie auf Durchschnittswerte und Schwächen fokussiert
untersucht die positive Psychologie, was Menschen glücklich und erfolgreich macht. Doch was war der entscheidende Unterschied zwischen den Harvard-Studierenden und den Kindern in Soweto? Ganz einfach, ihre Wahrnehmung der Realität. Während die meisten Harvard-Studierenden ihr Studium als eine Belastung empfanden und sich unter Druck setzten, gute Noten zu erreichen, um ihre beruflichen Chancen zu optimieren, sahen die Kinder in Soweto ihre Schulaufgaben als ein Privileg. Kernaussage 2: Glück, was soll das überhaupt sein? Hast du jemals die Frage, was ist Glück, in einer Suchmaschine eingetippt? Dann wirst du feststellen, dass selbst die allwissende Suchmaschine keine einheitliche Antwort bietet. Das ist nicht verwunderlich, denn Glück ist eine äußerst individuelle Erfahrung. Wissenschaftler beschreiben Glück oft als subjektives Wohlbefinden, das mit tieferen Gefühlen von Sinn und Erfüllung verbunden ist. Martin Seligmann, einer der Wegbereiter der positiven Psychologie, unterteilt Glück in drei messbare Komponenten: Freude, Engagement und Sinn. Basierend darauf schlägt Sean Achor folgende Definition vor: Glück ist die Freude, die wir empfinden, wenn wir nach unserem Potenzial streben. Diese Definition impliziert Bewegung und eine Richtung. Leider setzen die meisten Menschen den Karren oft vor das Pferd. Sie verfolgen Erfolg in der Hoffnung, dadurch glücklich zu werden. Die positive Psychologie sieht das jedoch anders. Glück ist nicht das Ziel der Reise, sondern der Antrieb dafür. Psychologen wissen schon lange, dass negative Emotionen unsere Denkfähigkeit und Handlungsfähigkeit einschränken können. Du kennst es vielleicht aus eigener Erfahrung. Wenn du dich so niedergeschlagen fühlst, dass du am liebsten im Bett bleiben würdest, bist du nicht besonders produktiv. Positive Emotionen hingegen haben das genaue Gegenteil zur Folge. Sie beflügeln uns. Sie öffnen unseren Geist für neue Gedanken und Möglichkeiten. Tatsächlich ist wissenschaftlich belegt, dass positive Gefühle unsere Leistungsfähigkeit steigern und dazu führen, dass wir uns stärker, motivierter und klüger fühlen. Dies hat vor allem neurobiologische Gründe. Positive Emotionen setzen Dopamin und Serotonin frei, zwei Neurotransmitter, die Bereiche unseres Gehirns aktivieren, die für die Verarbeitung und den Zugang zu neuen Informationen verantwortlich sind. Kurz gesagt, wenn du gut drauf bist, läuft es auch gut. Mit einer positiven Einstellung meisterst du Prüfungen, Vorträge und Vorstellungsgespräche spielend. Und das ist noch nicht alles. Über 200 Studien mit fast 275.000 Teilnehmern haben gezeigt, dass Glück den Erfolg in nahezu allen Lebensbereichen fördert, sei es in Beziehungen, Gesundheit oder Kreativität. Immer mehr Unternehmen setzen ebenfalls auf Erkenntnisse aus der Glücksforschung. Bei Unternehmen wie Google und Yahoo dürfen Mitarbeiter ihre Hunde mit zur Arbeit bringen und sich während Meetings massieren lassen. Solche Maßnahmen steigern nicht nur das Wohlbefinden, sondern auch die Leistungsfähigkeit. Es wird also deutlich: Glück führt zu Erfolg, nicht umgekehrt. Untersuchungen zeigen, dass positive Emotionen die kognitive Leistungsfähigkeit steigern. Jetzt, da wir den Zusammenhang zwischen Glück und Erfolg verstanden haben, werfen wir einen Blick darauf, wie du beides erreichen kannst. In den kommenden Abschnitten werden wir die 7 Bausteine der positiven Psychologie erkunden. Oder besser gesagt, die 7 Bausteine des Glücks. Kernaussage 3: Glücksbaustein 1 – das Happiness-Prinzip. Im Jahr 1994 führten Forscher eine bemerkenswerte Studie durch, in der sie den Zusammenhang zwischen Glück und Erfolg untersuchten. Sie nahmen 272 Mitarbeiter desselben Unternehmens ins Visier und bewerteten ihre psychische Verfassung. Über einen Zeitraum von 18 Monaten verfolgten sie die Arbeitsleistung der Studienteilnehmer. Das Ergebnis war erstaunlich. Die glücklicheren Mitarbeiter wurden später besser beurteilt und erhielten höhere Gehälter. Dies bestätigt die Kernannahme der positiven Psychologie. Glück ist nicht das Ergebnis erfolgreicher Leistungen, sondern es ebnet den Weg zum Erfolg.
Diejenigen, die erfolgreich waren, sahen ihre Zufriedenheit nicht als Belohnung für ihre Bemühungen, sondern als eine Voraussetzung, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Dies führt uns zum ersten Baustein, das Happiness-Prinzip. Glückliche Menschen besitzen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, da sie ihre körperlichen und geistigen Ressourcen voll ausschöpfen können. Aber wie kannst du dieses Prinzip in dein Leben integrieren? Zunächst einmal müssen wir einen Irrtum aus dem Weg räumen. Viele Menschen glauben, dass sie einfach nicht für positive Emotionen gemacht sind. Doch das ist nicht wahr. Jeder von uns kann das Happiness-Prinzip anwenden. Zufriedenheit ist wie ein Muskel. Sie kann trainiert werden. Dafür benötigst du die richtige Einstellung und Kontinuität. Der erste Schritt besteht darin, Dankbarkeit zu praktizieren. Schärfe deine Wahrnehmung für die vielen positiven Momente im Leben. Es können bedeutsame Gespräche mit Freunden sein, ein inspirierender Song oder Lob bei der Arbeit. Egal wie kurz diese Momente sind, lerne sie zu schätzen und gib ihnen mehr Gewicht. Der zweite Schritt besteht darin, aktiv eine positive Stimmung zu erzeugen. Wie machst du das am besten? Achtsamkeitsübungen sind eine hervorragende Möglichkeit. Regelmäßige Meditation beispielsweise verbessert die neurologischen Grundlagen für Zufriedenheit. Das wurde in Studien an Mönchen nachgewiesen, die jahrelang meditierten. Gehirnscans zeigten ein signifikantes Wachstum im präfrontalen Kortex, dem Bereich des Gehirns, der für positive Emotionen verantwortlich ist. Du musst jedoch nicht ins Kloster gehen, um zu meditieren. Nimm dir einfach täglich 5 Minuten Zeit, um bewusst und ruhig zu atmen. Das senkt den Stresslevel und steigert Gefühle wie Dankbarkeit und Zufriedenheit. Der erste Baustein für ein zufriedenes Leben ist das Happiness-Prinzip. Nutze den Wettbewerbsvorteil positiver Emotionen, indem du Achtsamkeit übst und regelmäßig meditierst. Du kannst die Wirkung der Meditation noch verstärken, indem du an Dinge denkst, auf die du dich freust. Studien haben gezeigt, dass Vorfreude auf ein positives Ereignis mindestens genauso wirksam ist wie das Ereignis selbst. Allein die Vorstellung deines nächsten Urlaubs kann deinen Endorphinspiegel um 27% steigern. Kernaussage 4. Glücksbaustein 2. Die Mentalität des Erfolgs. Stell dir 2 streitende Geschwister vor. Ein 7-jähriger Bruder stößt seine 5-jährige Schwester scheinbar versehentlich vom Bett. Der Bruder weiß, dass die Schwester weinen, die Eltern alarmieren und ihm Ärger einbringen wird. Also greift er zu einem Trick. Er bringt sie sofort nach dem Sturz zum Lachen. Die Schwester beginnt tatsächlich zu kichern und vergisst zu weinen. Selbst wenn du keine Geschwister hast, weißt du wahrscheinlich, dass solche Tricks funktionieren können. Aber wie kann eine einfache Ablenkung eine so intensive Emotion wie Schmerz überwinden? Der Grund dafür liegt in der begrenzten Kapazität unserer kognitiven Ressourcen. Unser Gehirn muss entscheiden, wie es Erfahrungen bewertet. Es kann entweder den Fokus auf Schmerz, Stress und negative Erwartungen richten, oder es kann sich auf Gefühle wie Hoffnung, Optimismus und Sinn konzentrieren. In unserem Beispiel kann die kleine Schwester nicht gleichzeitig den Schmerz spüren und lachen. Ihr Gehirn muss eine Wahl treffen. Daher ist der Witz ihres Bruders so effektiv und lenkt sie vom Weinen ab. Dies führt uns zum zweiten Baustein der positiven Psychologie, eine positive Mentalität. Deine mentale Einstellung ist der Dreh- und Angelpunkt. Sie beeinflusst, wie du in der Welt agierst, wie du Leistungen erbringst und wie du schwierige Situationen bewältigst. Je positiver deine Denkweise ist, desto weiter verschiebt sich dein mentaler Schwerpunkt und dein Hebel wird stark genug, um so gut wie alles zu bewältigen. Die Kraft unserer Mentalität wurde auch in einem erstaunlichen Experiment im Jahr 1979 deutlich. Forscher schickten eine Gruppe von 75-jährigen Männern auf eine simulierte Zeitreise zurück in das Jahr 1959. Die Senioren verbrachten eine Woche in einer Umgebung, die in das Jahr 1959 zurückversetzt war, mit Kleidung, Möbeln und Zeitungen aus dieser Zeit. Die Männer wurden angewiesen, sich so zu verhalten, als wären sie tatsächlich 20 Jahre jünger. Nach dieser Zeit wurden sie auf Muskelkraft, Körperhaltung, Sinneswahrnehmung
und kognitive Fähigkeiten sowie Kurzzeitgedächtnis getestet. Das Erstaunliche war, dass die meisten von ihnen in allen Kategorien besser abschnitten als zuvor. Ihre jüngere Mentalität hatte tatsächlich ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit verbessert. Dasselbe gilt für Glück. Eine positive Einstellung führt zu echter Zufriedenheit und besseren Leistungen. Je stärker du an deinen eigenen Erfolg glaubst, desto wahrscheinlicher wirst du ihn erreichen. In diesem zweiten Baustein geht es also darum, mehr zu erreichen, indem du eine positive Mentalität entwickelst. Sicherlich fragst du dich jetzt, wie du deine Einstellung hin zum Positiven verändern kannst. Das werden wir im nächsten Abschnitt untersuchen, wo es auch darum geht, was positives Denken mit dem Spiel Tetris zu tun hat. Kernaussage 5. Glücksbaustein 3. Der Tetris-Effekt. Vielleicht bist du inzwischen von der Kraft des positiven Denkens überzeugt. Aber was kannst du noch tun, um glücklicher zu werden? Hier kommt ein weiterer Ansatz. Werde dir bewusst über die Muster deiner Wahrnehmung. In einer Studie der Harvard Medical School aus dem Jahr 2000 zahlten Forscher 27 Teilnehmern dafür, dass sie an drei aufeinanderfolgenden Tagen stundenlang Tetris spielten. Du erinnerst dich an das Prinzip. Die Spieler müssen verschiedene herabfallende Formen so anordnen, dass sie ununterbrochene Linien bilden. Doch was passiert, wenn man sich tagelang auf diese Aufgabe konzentriert? Du ahnst es vermutlich bereits. Die Probanden wurden förmlich süchtig danach. Selbst außerhalb des Spiels konnten sie nicht aufhören, überall Linien zu bilden. Sie sahen Müsli-Schachteln in Supermärkten und drehten sie in Gedanken zu durchgezogenen Linien. Sie betrachteten die Skyline ihrer Stadt und stapelten die Gebäude mental zu kompakten Formen. Hier sind wir beim dritten Glücksbaustein angelangt, dem Tetris-Effekt. Er existiert in zwei Varianten. Die von den Tetris-Spielern beschriebene Obsession repräsentiert die negative Form. Dabei bleibt das Gehirn in Denkmustern stecken, die die Wahrnehmung verengen und die Chancen auf Erfolg mindern. Ein weiteres Beispiel wären Steuerprüfer, die sich ausschließlich auf die Suche nach Fehlern konzentrieren. Dadurch neigen sie dazu, die Fehler ihrer Kollegen stärker zu betonen als deren Stärken. Allerdings kann der Tetris-Effekt auch positiv genutzt werden. Du kannst dein Gehirn aktiv darauf trainieren, nach positivem Ausschau zu halten. Je konsequenter du deinen Fokus auf gute Erfahrungen richtest, desto optimistischer werden deine Denkmuster. Das lohnt sich. Studien zeigen, dass optimistische Menschen höhere Ziele setzen und bereit sind, größere Anstrengungen zu unternehmen, um diese zu erreichen. Versuche doch einmal folgendes Ritual. Schreibe jeden Abend drei positive Erlebnisse des Tages auf. Es müssen keine tiefgreifenden Ereignisse sein, sondern eher konkrete Momente. Jemand hat dir einen guten Witz erzählt, du hast etwas besonders gut gemacht oder du hattest einen Moment echter Nähe mit jemandem. Diese Übung ist einfach, aber sie wirkt nur, wenn du kontinuierlich dranbleibst und sie regelmäßig praktizierst. Wenn du sie zu einer Gewohnheit machst, wird sich dein Gehirn immer stärker auf positive Eindrücke ausrichten. Dieser Optimismus wird langfristig deine Lebensqualität steigern. Der dritte Baustein basiert auf dem Tetris-Effekt. Trainiere dein Gehirn darauf, sich auf positive Ereignisse statt auf negative zu konzentrieren. Eine positive Mentalität ist ein Schlüsselmerkmal erfolgreicher Menschen. Im nächsten Abschnitt erfährst du, wie dieses Mindset hilft, aus Fehlern zu lernen. Kernaussage 6. Glücksbaustein 4 – nach oben fallen. Ein junger Illustrator namens Walt Disney wurde einst wegen Kreativlosigkeit von einem Zeitungsverleger entlassen. Ein Schüler namens Michael Jordan verlor seinen Platz im Basketballteam seiner Highschool. Und eine Plattenfirma lehnte die Beatles ab, weil sie dachte, Gitarrenmusik sei auf dem absteigenden Ast. Der Rest ist Geschichte. Aber was war das Geheimnis hinter diesen Erfolgsgeschichten? Unsere drei Hauptfiguren haben sich von Rückschlägen nicht unterkriegen lassen. Im Gegenteil, sie sahen sie als Gelegenheit, aus ihren Fehlern zu lernen und noch härter an sich zu arbeiten. Situationen sind nicht von Natur aus gut oder schlecht, sondern erhalten ihre Qualität erst durch unsere subjektive Bewertung. Deshalb ist diese Bewertung der entscheidende Hebel für Glück und Erfolg.
Wenn du einen Rückschlag oder eine Krise erlebst, stehen deinem Verstand drei mentale Wege offen. Der erste Weg hält dich in deiner aktuellen Position fest. Das negative Erlebnis bewirkt keine Veränderung in dir und du bleibst an Ort und Stelle. Der zweite Weg sieht nur die negativen Folgen. Nach dem Erlebnis geht es dir schlechter als zuvor. Die Angst vor diesem Zustand ist auch der Grund, warum wir Konflikten und Herausforderungen aus dem Weg gehen. Nun zum dritten Weg. Du nutzt die negative Erfahrung, um daraus zu lernen und stehst danach sogar stärker und kompetenter da als zuvor. Walt Disney, Michael Jordan und die Beatles haben alle den dritten Weg gewählt. Sie lebten nach dem Prinzip nach oben fallen, dem vierten Baustein des Glücks. Solche Menschen lassen sich nicht von Widrigkeiten lähmen. Stattdessen verwandeln sie Misserfolge einfach in Gelegenheiten zum Wachstum. Aber wie lernst du, nach oben zu fallen? Eine mögliche Strategie besteht darin, positive Gegenfakten zu formulieren. Stell dir vor, du bist in einer Bank, als die Filiale von Bankräubern gestürmt wird. Schüsse fallen und du wirst am Arm getroffen. In Studien bewerten durchschnittlich 70% der Befragten dieses Szenario als unglücklich. Sie sehen es als Pech an, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein und als einziger Mensch verletzt zu werden. 30% bewerten das Ereignis jedoch als glücklich. Immerhin hätte der Schuss tödlich sein können oder noch mehr Menschen hätten verletzt werden können. Kurz gesagt, der vierte Baustein ist die Kunst, nach oben zu fallen. Gewöhne dir an, das Positive in jeder Situation zu sehen und Rückschläge als Gelegenheiten zum Wachstum zu begreifen. Niemand kann im Moment eines negativen Erlebnisses in die Zukunft blicken. Alle deine Prognosen und Befürchtungen sind also rein hypothetisch. Das bedeutet aber auch, dass du dich jederzeit dafür entscheiden kannst, ein positives Szenario zu sehen. Kernaussage 7. Glücksbaustein 5. Der Zorro-Kreis. Hast du von der Geschichte des Zorro gehört? Der Legende nach durchstreifte der maskierte Held einst den Südwesten der USA, um mit List und Charme Verbrecher zu bekämpfen und Frauen zu erobern. Aber Zorros Erfolg war nicht vom Himmel gefallen. Als junger Mann namens Alejandro war er so ungestüm und draufgängerisch, dass er ständig scheiterte, sich immer machtloser fühlte und schließlich dem Alkohol verfiel. Eines Tages traf er auf den alternden Schwertmeister Don Diego. Dieser nahm den gebrochenen Alejandro unter seine Fittiche und versprach ihm, ihn zu Überlegenheit und Erfolg zu führen. Doch zuerst zeichnete Diego einen Kreis auf den Boden. Erst wenn Alejandro den Schwertkampf in diesem Kreis meisterlich beherrschte, würde Diego ihn vor größere Aufgaben stellen. Die Lektion zeigte Wirkung. Alejandro lernte zunächst, den kleinen Kreis zu kontrollieren, bevor er nach und nach seinen Meister übertraf und schließlich zum Helden Zorro wurde. Der Zorro-Kreis ist eine wunderbare Metapher dafür, wie wir große Ziele im Berufs- und Privatleben erreichen können, indem wir unsere Anstrengungen zunächst auf kleine und erreichbare Ziele richten, um ein Gefühl der Kontrolle über unsere Fähigkeiten zu gewinnen. Dies ist der fünfte Baustein der positiven Psychologie. Der Zorro-Kreis. Eine der wichtigsten Triebfedern für Glück und Erfolg ist die Überzeugung, dass wir unser Schicksal selbst in der Hand haben. Doch dieses Gefühl der Kontrolle schwindet, wenn wir uns überfordern. Wenn Stress und Arbeitsbelastung zu groß werden, verlieren wir das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Dann schwindet unser Selbstvertrauen, unsere Motivation und schließlich auch unser Glück. Die Metapher des Zorro-Kreises zeigt uns, wie wir das Gefühl der Kontrolle zurückerlangen können. Beginne damit, den Umfang deiner Bemühungen zu begrenzen. Konzentriere dich auf kleine und realistische Ziele. Dadurch gewinnst du das nötige Wissen und Selbstvertrauen, um den Kreis zu erweitern und größere Ziele zu setzen. Reflektiere, welche Aspekte deiner Situation wirklich in deiner Hand liegen. Schreibe auf, welche Umstände du kontrollieren kannst und welche nicht. Hör auf, dir Sorgen um Dinge zu machen, die außerhalb deiner Kontrolle liegen, und richte deine Anstrengungen stattdessen auf die Bereiche, die du beeinflussen kannst. Zorro hat es uns vorgemacht. Konzentriere dich immer zuerst auf kleine und erreichbare Ziele, um Selbstvertrauen aufzubauen, bevor du größere Vorhaben angehst.
Denn der Schlüssel zu Glück und Erfolg liegt in der Gewissheit, dass du dein Leben unter Kontrolle hast. Mit anderen Worten, stelle dich deinen Herausforderungen schrittweise. Im nächsten Abschnitt erfährst du, wie entscheidend die ersten 20 Sekunden dabei sein können. Kernaussage 8. Glücksbaustein 6. Die 20-Sekunden-Regel. Wir alle wissen, dass Rauchen schädlich ist und Bewegung gesund. Die Frage ist jedoch, warum so viele Menschen trotz dieses Wissens weiterhin rauchen und sich zu wenig bewegen. Warum fällt es uns so schwer, schlechte Gewohnheiten abzulegen und gute zu etablieren? Das Problem liegt oft darin, dass wir zu stark auf unsere Willenskraft vertrauen. Willenskraft ist zweifellos wichtig, aber sie ist auch begrenzt. Zahlreiche Studien haben gezeigt, wie schnell unsere Willenskraft erschöpft sein kann und wie wenig sie allein dazu beiträgt, nachhaltige Verhaltensänderungen zu erreichen. Ein eindrucksvolles Experiment aus dem Jahr 1998 veranschaulicht dies. Die Teilnehmer wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe sollte verlockenden Schokokeksen widerstehen und stattdessen Radieschen essen. Die zweite Gruppe durfte nach Belieben von beidem naschen und die dritte Gruppe erhielt überhaupt nichts. Anschließend wurden sie gebeten, unlösbare Rätsel zu lösen. Das eigentliche Ziel der Übung war es, die Willenskraft der Probanden zu testen. Das Ergebnis: Die Mitglieder der ersten Gruppe gaben am schnellsten auf, da sie ihre Willenskraft erschöpft hatten. Dieses Experiment erklärt, warum Menschen nach einem Monat gesunder Ernährung oft wieder an Gewicht zunehmen. Sobald unsere Willenskraft aufgebraucht ist, fallen wir in ungesunde Verhaltensmuster zurück. Also, wie können wir gute Gewohnheiten langfristig etablieren? Die Antwort führt uns zum sechsten Baustein, der 20-Sekunden-Regel. Der Name dieser Regel leitet sich aus einem Selbstversuch des Autors ab, der das Gitarrespielen erlernen wollte. Als er seine neue Gitarre im Schrank aufbewahrte, benötigte er weniger als 20 Sekunden, um sie zum Üben herauszuholen. Doch schon dieser geringe Aufwand reichte aus, um seine Willenskraft innerhalb von nur 4 Tagen zu erschöpfen. Dann kaufte er einen Gitarrenständer und platzierte das Instrument mitten im Wohnzimmer. Ab diesem Zeitpunkt spielte er täglich Gitarre. Dieses Prinzip lässt sich auf alle guten Vorsätze übertragen. Der Trick besteht darin, die Aktivierungsenergie zu reduzieren, also die geistige und körperliche Anstrengung, die nötig ist, um unseren inneren Widerstand zu überwinden. Denn unser innerer Schweinehund wählt immer den Weg des geringsten Widerstands. Wenn das Fitnessstudio 20 Minuten entfernt ist, die Fernbedienung aber nur einen Handgriff entfernt liegt, ist das Scheitern vorprogrammiert. Der sechste Baustein besteht also darin, die Aktivierungsenergie für positive Gewohnheiten zu reduzieren und gleichzeitig die Aktivierungsenergie für negative Gewohnheiten zu erhöhen. Wenn du beispielsweise mehr laufen möchtest, platziere deine Laufschuhe so, dass du buchstäblich darüber stolperst. Wenn du hingegen eine unerwünschte Gewohnheit, wie das Rauchen, reduzieren möchtest, verstecke die Zigaretten an einem schwer zugänglichen Ort. Diese einfache Regel kann einen großen Unterschied in der Umsetzung positiver Veränderungen in deinem Leben machen. Es ist die 20-Sekunden-Regel, die dir hilft, den ersten Schritt in die richtige Richtung zu machen. Kernaussage 9. Glücksbaustein 7. Soziale Investition. Stell dir vor, deine Chefin teilt dir ein wichtiges neues Projekt zu. Du stürzt dich in die Herausforderung und schottest dich komplett ab. Keine Freunde, keine sonstigen Kontakte. Dieses Szenario hat nur 2 mögliche Ausgänge. Entweder schleppst du dich mit letzten Kräften ins Ziel oder du scheiterst schon lange vorher. Erfolgreiche Menschen gehen die Sache anders an. Sie wissen, dass soziale Beziehungen positive Emotionen fördern. Und je stärker unsere Bindungen sind, desto höher klettert unsere Happiness Baseline, also der Grundwert unseres persönlichen Glücksniveaus. Das gilt auch für die Arbeitswelt. Je mehr Teammitglieder ihre Energie in soziale Verbundenheit investieren, desto leistungsfähiger ist die Gruppe. Schon die kleinsten Interaktionen in der Kaffeeküche steigern die kollektive Zufriedenheit.
In einer Studie an der Harvard-Universität befragte Achor 1300 Studierende und fand heraus, dass sich soziale Einbindung stärker als alle anderen Faktoren auf das Glücksniveau auswirkte. Die Korrelation war sogar doppelt so hoch wie bei den Faktoren Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Familieneinkommen oder Notendurchschnitt. Umgekehrt führt ein Mangel an sozialer Unterstützung zu psychologischen Schäden. Eine Studie der Universität Chicago von 2007 mit 24.000 Angestellten ergab, dass Menschen mit schwachen sozialen Bindungen eine 2- bis 3-mal so hohe Wahrscheinlichkeit haben, an Depressionen zu erkranken, wie Menschen mit starker sozialer Unterstützung. Damit sind wir beim 7. und letzten Baustein, der sozialen Investition. Menschen mit starken sozialen Bindungen sind glücklicher und erfolgreicher. Es liegt also auf der Hand, dass Führungskräfte in den Zusammenhalt ihrer Belegschaften investieren sollten. Leider ist das keine Selbstverständlichkeit. Viele Vorgesetzte nehmen sich keine Zeit für betriebsinterne Beziehungspflege. Sie fürchten Autoritätsverlust oder meinen, es müsse eine klare Trennung zwischen Arbeit und Freundschaft geben. Dabei wirken sich enge Beziehungen am Arbeitsplatz nachweislich positiv aus. Angestellte mit starken Bindungen zu ihren Vorgesetzten sind zufriedener, leistungsfähiger, tragen stärker zu Unternehmensgewinnen bei und bleiben ihrem Arbeitgeber länger treu. Solltest du also selbst Führungsverantwortung tragen, nimm dir Zeit für deine Mitarbeitenden. Stelle neue Kolleginnen gebührend vor, suche den Austausch und koordiniere soziale Ereignisse wie gemeinsame Mittagessen im Team. Vor allem solltest du deine Wertschätzung ausdrücken. Persönliche und sichtbare Anerkennung für die Leistungen deines Teams ist die effektivste Strategie beim Aufbau starker sozialer Bindungen. Der 7. Baustein ist die soziale Investition. Soziale Unterstützung ist der mit Abstand wichtigste Faktor für individuelle Zufriedenheit und Leistung. Jetzt kennst du die 7 Bausteine der positiven Psychologie. Im letzten Abschnitt sehen wir uns an, wie du dieses Wissen mit anderen Menschen teilen kannst. Kernaussage 10. Geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Kennst du das? Du siehst jemanden in deiner Nähe gähnen und spürst plötzlich das unbändige Verlangen, dir selbst den Kiefer zu verrenken. Dasselbe Phänomen gilt für das Happiness-Prinzip. Denn auch Zufriedenheit ist ansteckend. Ja, die beschriebenen Glücksmethoden helfen zunächst einmal dir selbst. Aber wenn du das Happiness-Prinzip konsequent beherzigst, beeinflusst du damit auch dein Umfeld. Denn deine eigene positive Transformation überträgt sich zwangsläufig auf andere. Vielleicht beeinflusst du deine Tochter, die wiederum ihre beste Freundin ansteckt, die dann ihre große Schwester inspiriert. Und so weiter. So entsteht ein regelrechter Dominoeffekt. Der Grund für diese unbewusste Übertragung sind die sogenannten Spiegelneuronen. Diese spezialisierten Gehirnzellen lassen uns die Empfindungen und Handlungen anderer Menschen so intensiv wahrnehmen, als wären es unsere eigenen. Wenn du beobachtest, wie jemandem mit einer Nadel in den Finger gestochen wird, stimuliert dein Gehirn dieselben Nervenzellen wie das des Gestochenen. Du spürst einen Hauch des Schmerzes, obwohl du überhaupt nicht mit der Nadel in Berührung kommst. Wenn du nun nervös oder pessimistisch drauf bist, infizierst du damit auch deine Mitmenschen zu Hause oder bei der Arbeit. Dasselbe gilt für den umgekehrten Fall, das heißt, je glücklicher du bist, desto positiver ist deine Ausstrahlung. Mit anderen Worten, dein Optimismus steigert das Glücksniveau deines gesamten Umfelds. Genau aus diesem Grund lachen wir umso herzlicher über einen lustigen Film, wenn auch alle anderen im Kino sich amüsieren. Aus demselben Grund benutzen TV-Sitcoms bis heute Lachkonserven, um Pointen zu verstärken. Vielleicht kennst du die Metapher vom Schmetterlingseffekt. Der Theorie nach kann der winzige Flügelschlag eines Schmetterlings einen Windstoß entfachen, der so sehr an Tempo und Kraft gewinnt, dass er auf der anderen Seite des Planeten einen Wirbelsturm auslöst. Das Bild ist klar. Selbst kleinste Veränderungen können unzählige positive Veränderungen anstoßen. Jeder und jede einzelne von uns ist wie dieser Schmetterling. Wir alle können das Happiness-Prinzip nutzen, unser Glücksniveau steigern und mit unserer positiven Energie andere Menschen anstecken, die die guten Schwingungen weiter in die Welt hinaustragen.
Das ist doch ein schöner Schlussgedanke. Unsere Spiegelneuronen machen uns empathisch für die Gefühle anderer Menschen. Wenn du glücklich bist, steckst du mit deiner positiven Stimmung automatisch dein Umfeld an. Also worauf wartest du? Übe dich im Glücklichsein und stecke deine Mitmenschen damit an. Schon ein freundliches Lächeln kann einer Wildfremden den Tag versüßen. Zusammenfassung zum Buch von Sean Achor, Das Happiness-Prinzip. Glück ist nicht nur das Ergebnis von Erfolg, sondern auch ein entscheidender Treiber für Erfolg und Zufriedenheit. Die 7 Bausteine der positiven Psychologie bieten praktische Ansätze, um dein Glücksniveau zu steigern und deine Lebensqualität zu verbessern. Baustein 1. Das Happiness-Prinzip lehrt uns, wie Achtsamkeitsübungen und Meditation unsere Ausgeglichenheit fördern und unsere kognitive Leistungsfähigkeit steigern können. Baustein 2. Eine positive Mentalität ist der zweite Baustein, der uns zeigt, wie eine optimistische Einstellung unser Denken und Handeln beeinflusst und zu mehr Erfolg und Zufriedenheit führt. Baustein 3. Der Tetris-Effekt lehrt uns, unsere Wahrnehmung auf positive Erlebnisse zu lenken und unser Gehirn darauf zu trainieren, sich auf das Positive zu konzentrieren. Baustein 4. Nach oben fallen ist der vierte Baustein und ermutigt uns, Rückschläge als Wachstumschancen zu sehen und optimistisch auf Herausforderungen zu blicken. Baustein 5. Der Zorro-Kreis zeigt uns, wie wir uns auf kleine, umsetzbare Ziele konzentrieren sollten, um Selbstvertrauen aufzubauen, bevor wir uns größeren Zielen widmen. Baustein 6. Die 20-Sekunden-Regel lehrt uns, die Aktivierungsenergie für positive Gewohnheiten zu reduzieren und für negative Gewohnheiten zu erhöhen, um langfristige Verhaltensänderungen zu erreichen. Baustein 7. Die soziale Investition betont die Bedeutung von starken sozialen Bindungen für individuelle Zufriedenheit und Leistung und zeigt, wie Führungskräfte in die Beziehungspflege am Arbeitsplatz investieren können. Darüber hinaus haben wir gesehen, dass Glück ansteckend ist und dass wir durch unser eigenes Glück auch das Glücksniveau unseres Umfelds beeinflussen können. Geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Und durch positive Energie können wir eine Kettenreaktion des Glücks auslösen. Insgesamt bieten diese 7 Bausteine der positiven Psychologie eine praktische Anleitung, um dein Glücksniveau zu steigern, deine Lebensqualität zu verbessern und auch das Glück deiner Mitmenschen zu fördern. Mit diesen Werkzeugen kannst du auf dem Weg zu einem erfüllten und erfolgreichen Leben voranschreiten. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer neuen Buchzusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!